Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier an diesem verregneten Tag zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir dem Duggy LP. Ja, und meine Rüstung rostet schon bei dem Regen. Deswegen, Leute, ich muss mich mal ganz schnell unterstellen. Hilfe, Hilfe, Regen ist nicht gesund für mich. So, hier ist schon besser. Wobei hier drin sind bestimmt Spinnen. Guckt mal, Leute, ich erschwinde im Dunkeln und dann komme ich wieder hervor. Dann verschwinde ich wieder im Dunkeln und dann komme ich wieder hervor. Okay, Leute, ich höre ja schon auf. Leute, ich freue mich heute, diese Folge mit euch zu machen, weil wir haben einiges vor uns. Dieses Gebäude da hinten ist momentan in der Mache und es macht mir unglaublich viel Spaß, daran weiterzubauen. Mein Plan, ohne jetzt lange weiter zu quatschen... Also, wir quatschen hat, Ich quatsche natürlich schon weiter, Leute. Keine Sorge, ich quatsche natürlich weiter. Aber ich möchte gerne, während ich quatsche, schon mal ein bisschen was bearbeiten, weil sonst quatsche ich nur Müll und es passiert hier nichts. Und das will ich ja auch nicht äh, euch zumuten. Deswegen, Leute, ich baue mal eben hier das Dach weiter... Und wenn wir damit fertig sind, wenn entweder die Nessersteine verloren gehen oder wenn wir alles fertig gebaut haben hier, werden wir in die Base gehen und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich genug Steine vorfinden, um das Gebäude... <laughs> gut, dass da Wasser war. Gut, dass da Wasser war. Oh mein ey. Es beginnt schon wieder ziemlich gut heute. Ähm, und dann werden wir die Steine nehmen und werden das Gebäude hoffentlich endlich auf die finale Höhe bzw. Länge ziehen. Und ob das klappt, das werdet ihr jetzt heute gemeinsam mit mir zusammen herausfinden. Und ich freue mich sehr, äh, dass ihr dabei seid. Genau. Und ich sehe gerade, wir haben keine Nether-Treppen mehr. Das bedeutet, der Daniel, der fliegt mal eben hier ins Gebäude rein. Und zwar in die Richtung. Und da steht ein süßes, kleines Crafting-Table. Und dieses süße, kleine Crafting-Table möchte ich gerade ganz gerne für mich noch ein paar Treppen herstellen. Also glaube ich zumindest, dass es das will. Und deswegen machen wir das mal gerade ganz schnell. So, da haben wir nochmal ein paar Stecken. Zack, zack. Und zack. So, wunderbarchen. Und dann werden wir jetzt mit dieser Anzahl an Bricks. Ähm. Genau, das hier fertig bauen. So, Leute, ich habe heute ein unglaublich, unglaublich interessantes Thema am Start. Ein Thema, was ich mich auch schon tatsächlich. Also, letzte Folge habe ich ja gesagt, dass es eine Frage war, die ich mir noch nie gestellt habe, obwohl sie auf der Hand liegt. Und heute ist eine Frage, die ich mir doch schon gestellt habe, die aber trotzdem nicht weniger interessant ist. Ganz im Gegenteil. Es ist eine unglaublich interessante Frage. Und äh, die habe ich mir besonders gestellt, als ich im Kino war zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2. Und zwar, ihr werdet die Frage schon kennen, wenn ihr Titel und Thumbnail gesehen habt. Ähm, sie, die Frage kommt, um das mal klarzustellen. Die Frage kommt von Paul Riedersamp. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und er hat geschrieben: Thema für LbH. Warum hat sich Snape bei seinem Tod nicht gewehrt? Eine sehr interessante Frage, denn wir lassen noch mal kurz Revue passieren. Was war denn genau mit Snape? Snape wurde ja von Voldemort in der ähm, Fischerhütte, also im ähm, Sag schnell, im Bootshaus von Hogwarts getötet. Und, ähm, nee, Quatsch. Also im Film, im Bootshaus, im Buch, glaube ich, war es in der heulenden Hütte. Jetzt darf ich nämlich selber nicht mehr durcheinander kommen, weil der, der Film hat da ein bisschen was anders gemacht als das Buch damals. Und, ja, genau. Also nur, dass wir da nicht durcheinander kommen. Also ich, ich hoffe, ich komme gerade selber nicht durcheinander. Ich bin jetzt quasi schon durcheinander wieder. Toll. auf je Ist ja auch egal. Eins von beiden auf jeden Fall. Und, ähm,. Wir wissen ja von Snape, dass er ein ziemlich mächtiger Zauberer war. Also ein wirklich sehr, sehr mächtiger. Ein Zauberer, der sich mit McGonagall duellieren konnte. Ob er jetzt McGonagall besiegt hätte oder nicht, das wissen wir nicht. Ich gehe ja davon aus, dass McGonagall noch einen Tick stärker war. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, Snape hat absichtlich verloren, weil er natürlich auf McGonagalls Seite war und ihr dementsprechend nichts antun wollte. Also die, da kann man natürlich verschiedene Dinge sehen. Schlussendlich wird aber jeder zu dem Entschluss kommen, dass Snape ein unglaublich talentierter Zauberer war, weil ich meine, Harry Potter hat mit größter Wut gegen ihn kämpfen wollen, hat ihn ein Verräter genannt, ist ihm hinterhergelaufen, hat ihn Sectumsempra an Hals geworfen und alles, was Snape gemacht hat, ist den Zauber abzuwehren, Harry von den Füßen zu reißen und ihn dann ja während er auf dem Boden liegt zu sagen, dass er sich äh, nicht nur einmal trauen soll ihn anzugreifen und das war schon ziemlich badass, also muss man schon sagen und äh, Snape hat natürlich auch schon in vielen anderen Bereichen gezeigt, dass er ein unfassbar talentierter Zauberer ist, ein Zauberer, den man wahrscheinlich nicht so gerne als Gegner hätte und ähm, ja, der auch sehr talentiert in den dunklen Künsten ist und scheiße Leute, so viele Steine sind das leider wirklich nicht. Ich hoffe, damit kommen wir wenigstens ein bisschen weit. Äh, wieso sind denn das so wenig Leute? Ich nehme mal gerade ich will mal gerade kurz ein paar Steine hier rausnehmen und noch verteilen. So, hier nehmen wir nochmal mal welche raus. Hier nehmen wir auch noch mal ein bisschen was raus und hier auch noch, weil dann können die anderen Ofensysteme ja auch noch mal ein bisschen was machen. Wäre ja gelacht, wenn das nicht klappt heute. So, zack und zack, wunderbar, dann sind jetzt alle Öfen in Betrieb und dann geht das auch ein Tick schneller, ist ja auch nicht schlecht. Gut, Leute. Und äh, dann werden wir die Steine jetzt eher erstmal verwenden. Das wird zwar nicht so lange dauern, aber naja, was soll ich jetzt machen, Leute? Das war ein bisschen anders geplant. So, ähm. Ja, die Frage ist an sich wirklich gut. Man weiß natürlich, okay, Voldemort war der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten. Mitunter, ja, jetzt kann man sich streiten, ob Grindelwald stärker war oder nicht. Soll jetzt aber nicht Thema dieser Folge sein. Ähm, hatten wir ja schon in diversen anderen Folgen. Aber grundsätzlich war Voldemort einer oder der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten. Hat gegen Dumbledore gekämpft, war ihm ziemlich, äh, ob man jetzt wieder ebenbürdig sagt, ist auch wieder ein sehr großes Streitthema, deswegen sage ich das jetzt lieber nicht. Aber ich sage, dass er gegen Dumbledore gekämpft hat und ebenbürdig schien. Und ähm, dementsprechend kann man natürlich auch sagen, ja klar, Voldemort war einfach mächtiger. Aber ich finde, die Frage beantwortet man sich dann ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach, weil das kann ja nicht irgendwie alles sein. Es kann ja nicht alles sein, dass Voldemort einfach der größte Motherfucker ist und deswegen Snape überhaupt nichts gemacht hat. Weil Snape ist hängt natürlich wie jeder Mensch auch irgendwo an seinem Leben. Und ähm... Da kann man natürlich jetzt nicht einfach sagen, okay, er dachte sich, ja, boah, der Voldemort, der ist so stark, Scheiß drauf, da, da erhebe ich nicht meinen Zauberstab. Ich glaube auch, um das mal vielleicht auf ein reales Geschehenes zu ähm, übertragen, wenn euch jetzt jemand, ihr seid jetzt ein Typ, ich weiß nicht, ob das bei Frauen so ist, da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, bei Typen ist das aber häufig so, bei mir ist das auch selber so. Angenommen, es würde jetzt so eine richtige Kante zu mir kommen, so ein richtiger Schrank, so doppelt so breit wie ich, Oberarme doppelt so breit wie meine. Und ähm, würde dann, ja, mich schlagen, würde mich bedrohen, würde mich verprügeln wollen oder so. Ich würde doch nicht da stehen und mich verprügeln lassen, ohne was zu tun. Selbst wenn ich wissen würde, dass ich verlieren würde, selbst wenn ich wissen würde, dass ich am Ende im Krankenhaus lande, würde ich mich doch wehren. Und ähm, das ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, dass ich verliere oder nicht. Und Snape wusste vielleicht auch, dass er verlieren würde, trotzdem aber hätte er sich doch wehren müssen. Und genau diese Frage möchte ich heute mal so beantworten und denken, oder beziehungsweise sagen, was ich denke. So, und äh, bin mal gespannt, ob ihr da der gleichen Meinung seid oder ob ihr sagt, nee, Daniel, da siehst du wieder was vollkommen falsch. Du bist doof, wir klären dich mal auf. Das könnt ihr natürlich dann gerne in den Kommentaren machen, steht euch frei und ich freue mich da sehr auf eure Meinung. Ich aber persönlich glaube, dass Snape einfach nicht mehr so richtig an seinem Leben hing. Und ähm, damit will ich nicht sagen, dass er irgendwie Suizidgedanken hatte oder so. Oder dass er depressiv war oder so. Aber er war ziemlich sicher schon oft am Überlegen, wie es wäre bei Lilly zu sein. Ich meine, er, er war ja wirklich... Er, er wusste natürlich, dass Lily jemand anderem gehört, also in dem Fall James Potter. Und er wusste natürlich auch, dass er da nicht rankommen würde und dass das keine Möglichkeit mehr wäre. Aber trotzdem war diese Liebe so stark, dass er über all die Jahre den Sohn der beiden, so gut, es kon äh, so gut er konnte, beschützt hat. Und. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Snape wirklich gerne wieder bei Lily wäre, auch wenn sie eben nicht mit ihm zusammengekommen ist, weil Snape einfach trotzdem unglaublich viel für sie empfindet, trotz dessen, dass sie eben jemand anderen gefunden hat. Und dass man dann trotzdem noch diese Liebe in sich spürt für eine Person, die eigentlich schon längst abgeschrieben werden sollte, weil man sie eben nicht bekommen kann, weil sie eben schon jemand anderen hat, ist schon ein hartes Stück, muss man sagen. Also finde ich schon echt heftig. Und, ähm. Deswegen würde ich auch da behaupten, dass Snap durchaus den Wunsch gespürt hat, eventuell wieder bei ihr zu sein. Andernfalls kann man natürlich auch sagen, okay, er hat jetzt wirklich so unfassbar viele Situationen erlebt. Er hat so viel Blödsinn erlebt in seinem Leben und Blödsinn ist dann noch wirklich sehr stark untertrieben. Wir wissen ja alle, wie Snaps Geschichte aussieht und dass die nicht wirklich von Ruhm und äh, ja, Schönheit geprägt ist, das, das ist auch jedem bekannt. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Gedankengang ziemlich einleuchtend, dass man sagen würde, okay. Warum sollte er denn noch weiter leben? Warum sollte er sich jetzt wehren? Es gibt aber auch ein Gegenargument, was ich gerne nennen würde. Und ein Gegenargument, was ich ziemlich stark gewichte, ehrlich gesagt. Und deswegen komme ich auch in dieser Folge nicht zu einem Ergebnis. Das sage ich gleich, Leute. Ähm, Im Endeffekt zählt es, was ihr denkt und äh, ja, was, welche Meinung ihr da vertretet, weil ich komme nicht zu einem Entschluss. Ich habe nämlich Pro- und Kontra-Argumente und weiß nicht, welches sich stärker gewichten soll. Mein Kontraargument ist nämlich, dass Snape ja unbedingt wahrscheinlich, also ich gehe mal ganz stark davon aus, Harry noch seine Erinnerung mitteilen wollte. Das hat er ja am Ende gemacht, er hat ja ihm seine Träne gegeben, mit ähm, der Harry dann eben sehen konnte, ähm, was Snape äh, wollte, was er sieht. Und Dumbledore hat ja auch gesagt, der Junge muss es am Schluss erfahren. Der Junge muss es erfahren, der Junge muss es wissen. Das heißt, Snape hatte oder wollte oder musste vielleicht sogar. Ob man jetzt vom Muster reden kann, ist natürlich Ansichtssache. Aber er wollte auf jeden Fall Harry zeigen, ähm, was er für seine Mutter empfunden hat und wie das Ganze in Wirklichkeit war. Konnte das aber zur Lebzeit nicht machen, weil er natürlich auch eine gewisse Eitelkeit in sich hat und natürlich nicht preisgeben wollte, was mit ihm passiert ist. Ist ja auch verständlich irgendwo. Und, ähm, dass er das unbedingt Harry zeigen musste, das bedeutet ja, er hätte ihn irgendwie entweder sagen müssen oder er hätte ihm die Möglichkeit geben müssen, ähm, ja, eben doch noch irgendwie die Erinnerung zu geben. Aber als er vor Voldemort stand, also Snape jetzt in dem Fall, und wusste, dass er gleich sterben wird, weil, so wie Voldemort gesprochen hat, war Snape schon direkt klar, okay, ich werde gleich sterben, weil er hat ja gesagt, solange du lebst, gehört der Elderstab nicht mir, oder irgendwie so hat er ja gesagt. Und da wusste, ab dem Zeitpunkt wusste Snape definitiv, dass er sterben würde. Also, der, der kennt Voldemort auch schon ein paar Tage und, äh, der wusste auch, wie Voldemort tickt und dass er nicht davor zurückschrecken wird, seinen treuesten Diener zu töten, damit er den Elderstab besitzt. Das wusste er. Deswegen ähm, war es natürlich ziemlich risky, weil wenn Harry in dem Moment nicht gekommen wäre, wenn Harry in dem Moment nicht da gewesen wäre, um die Träne aufzusammeln, hätte Snape ihm nie verraten können, ähm, ja, was er eben für seine Mutter empfunden hat beziehungsweise Wie sein Leben vorher aussah. Und dementsprechend hätte Harry nie erfahren, was Snape eigentlich für ein toller Charakter war, beziehungsweise welche glorreichen äh, Beweggründe er hatte. Und das ist natürlich ziemlich krass. Und weil Snape nicht damit rechnen konnte, ähm, hätte er eigentlich ziemlich viel daran setzen müssen, eben nicht in dem Moment zu sterben, weil er eben Harry noch diese Erinnerungen erzählen oder weitergeben wollte. Und ja. Deswegen ist das ein ziemlich krasses Argument dagegen, weshalb ich glaube, dass es durchaus Sinn gemacht hätte, wenn Snape sich gewehrt hätte. Aber er hat es nicht getan. Er hat sich nicht gewehrt, er hat den Tod einfach in Kauf genommen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch einige Leute jetzt geben in den Kommentaren, die sagen werden, ja, Snape hatte einfach keine Chance. Er war chancenlos, er konnte sich nicht wehren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ist, Leute. Ich kann mir das wirklich unglaublich gut vorstellen. Wir wissen ja, dass so eine Blase um Snapes Kopf entstanden ist, dass Nagini dann in diese Blase gekommen ist und er sich daraus nicht befreien konnte und dann von Nagini getötet wurde. Ähm, das ist natürlich eine sehr umfangreiche, beziehungsweise eine relativ ausweglose Situation. Aber Snape ist trotzdem ein Zauberer, den ich zutraue, sich dagegen zu wehren. Er hätte vielleicht nicht gegen Voldemort im Zweikampf gewonnen. Ziemlich sicher sogar nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ihm trotzdem zumindest für eine kurze Zeit Paroli hätte bieten können. Er hätte zumindest ja den Zauberstab erheben können, hätte gegen ihn den einen oder anderen Zauber wirken können, der vielleicht dann doch noch ein bisschen was anrichten könnte. Er hätte Voldemort wahrscheinlich kein Haar gekrümmt, wobei Voldemort ja sowieso keins hat. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er irgendwie noch so ein, zwei Minuten vielleicht noch sich hätte wehren können, aber er hat es nicht gemacht. Er hat nicht den Versuch gestartet. Und das finde ich halt dann doch wirklich sehr, sehr aussagend irgendwie. Weil dann, dann finde ich, kann man sich das irgendwie auch nicht so erklären mit, ja, Voldemort war einfach der Stärkere. Die Antwort finde ich dann einfach persönlich, also für meine Verhältnisse oder für mich persönlich, etwas zu simpel beantwortet. Etwas zu engstirnig beantwortet. Aber wenn ihr der Meinung seid, ja Gott, dann seid ihr halt der Meinung, ist auch okay. Aber ich bin noch mal sehr gespannt, was andere Leute da so zu sagen, ob ihr die gleiche Meinung vertretet oder ob ihr denkt: nee, das muss irgendwie einen tiefgründigeren Sinn haben. Wie gesagt, ich könnte mir sowohl vorstellen, dass er sterben wollte als auch eben, dass er ja, vom Leben sowieso nicht mehr viel zu erwarten hatte, aber dann wiederum das Gegenargument, was ich gerade vorhin genannt habe, dass er ja Harry unbedingt noch sagen wollte, was jetzt Sache ist. Und ich glaube wirklich, wirklich sehr, dass ihm das wichtig war. Ich glaube wirklich, er wollte unbedingt, dass Harry weiß, was er für ein Mensch ist. Er wollte unbedingt, dass Harry weiß, was er jetzt Sache ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ihm das wirklich, 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 wirklich unfassbar wichtig war. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig ihm das war. Weil das ist wirklich mein. Also, das ist schon fast kein Glaube mehr von mir. Natürlich ist es ein Glaube, weil es ist nicht bestätigt. Also, es ist ja jetzt nicht auf schwarz auf weiß geschrieben. Ey, Snape wollte das unbedingt. Der wollte das dringender als alles andere im Leben. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich. Einfach aus Charakterkenntnisgründen und so würde ich das einfach mal so in den Raum stellen und denken, dass das stimmen könnte. Aber naja, ich bin halt nur der Dagi und äh, deswegen erwarte ich mal oder warte ich mal auf eure Meinung und guck mal, ob ihr da derselben Ansicht seid oder ob ihr denkt, nee, Daniel, du hast irgendwie in die Klatsche nicht gehört. Ja, das kann natürlich alles sein. So, Leute, wir sind gut dabei. Wir sind echt gut dabei. Wir müssen zwar hin und wieder immer hin und zurück fliegen. Das ist natürlich nervig. Aber na gut, ist halt jetzt so. Können wir nicht ändern. Wir haben jetzt noch genau eins Decken. Ich wünsche das Ofensystem würde ein bisschen schneller arbeiten, aber naja. Ist ja auch nicht mehr viel an Steinen, was wir brauchen, aber auch nicht mehr viel an Steinen, was wir haben. Also das könnte eventuell ganz genau passen oder es könnte ganz knapp nicht passen. Und oh man, die Steine sind so schnell verbaut. Mann, das ist echt heftig. Toll. Mann, ich hätte gedacht, wir kriegen zumindest noch die Mauer hier fertig. Aber Leute, jetzt sehen wir hier zumindest schon mal die finale Endlänge. Wir haben die zwar vorher schon gesehen, aber jetzt hat man schon mal einen besseren Eindruck als vorher. Und von oben nochmal. Ja, die Länge würde ich definitiv so lassen. Das passt wunderbar. Das passt wunderbar. Ja. Jap, 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 jap. So, jetzt aber die Frage, Leute. Wie gehe ich weiter vorwärts? Jetzt bin ich gerade wirklich am Überlegen. Das könnte eine ziemliche Random-Folge werden. Wir sind zwar gut weitergekommen jetzt in dieser Staffel, aber... Mh, könnte ich noch irgendwas am Dach machen? Ja, ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Ja, ich würde sagen, da machen wir hier die Seite vom Dach noch ein bisschen weiter. Das ist ja auch noch eine produktive Aufgabe. Nur es fehlt mir leider fast schon wieder an den normalen Bricks. Ich hoffe, da brauche ich jetzt nicht allzu viele von. Aber, so wie ich mich kenne und mein Glück kenne, werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. So... Ähm, dann nochmal vom Animagus aus, die untere Linie jetzt hier eben fertig machen. Und ja, dann haben wir's. Leute, ein kleines Thema, was ich nochmal gerade kurz ankratzen wollen würde, was jetzt nicht mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, aber was trotzdem interessant ist. Ähm, es liegt momentan wahrscheinlich, dass zwar... Also ich bin momentan in Planung und äh, mit ein paar anderen Leuten. Ich habe das glaube ich schon mal in einer Let's Bild Hogwarts Folge erwähnt, aber ich möchte es jetzt gerne nochmal erwähnen für die Leute, die nicht dabei waren. Ähm. Die, das nächste DA-Treffen steht vor der Tür. Es ist momentan alles so ein bisschen in Planung. Es sieht auch sehr gut aus, alles. Und es wird wahrscheinlich sogar noch größer als auf dem Elbenwald-Festival. Ähm, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil das Elbenwald-Festival ist zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gerade aufnehme, noch nicht stattgefunden. Also ich war da noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Leute beim Elbenwald-Festival da sein werden von der DA. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es noch größer wird. Und ja, ich. Ähm denke, es würde jetzt in nächster Zeit auch ein Infovideo dazu kommen, wo ich euch ein bisschen informieren werde, wo ich euch schon mal auf den Laufenden bringen werde, wie das Ganze so aussieht und was das für euch bedeutet. Und da seid auf jeden Fall mal am Start. Aktiviert am besten die Glocke auf meinem Kanal. Das ist jetzt, ja natürlich ist das eine dumme YouTuber-Masche, so wie letztes Mal auch. Aber es wäre wirklich sinnvoll für euch, wenn ihr diese Videos nicht erpassen wollt, weil das Problem ist, YouTube hat ein bisschen was am Algorithmus geändert. Und ähm, nur weil ihr einen Kanal abonniert habt, heißt das nicht, dass ihr jedes Video von denen in der Abo-Box seht. Sondern es kommt darauf an, ob ihr die Glocke aktiviert habt, wie aktiv ihr bei der Person seid. Und wenn ihr dieses Video nicht erpassen wollt und die Chance bei diesem Community-Treffen dabei zu sein, dann solltet ihr definitiv die Glocke aktivieren, denn. Ich sage es gleich, und das ist jetzt keine leere Versprechung, ähm, die Tickets bzw. Möglichkeiten, ähm, dabei zu sein, sind limitiert. Es gibt nur eine gewisse An- Oh, nice, wir haben noch welche. Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Personen, die dabei sein dürfen. Das ist nicht teuflisch zu verstehen, das hat gewisse Gründe, die ich euch dann verraten werde und die auch nachvollziehbar sind. Und ähm, deswegen wäre es für euch sinnvoll, möglichst früh dieses Video zu gucken. Wie gesagt, man kann das jetzt als blöde Masche aufnehmen, dass äh, ich jetzt irgendwie nur will, dass ihr die Glocke aktiviert, aber es ist wirklich sinnvoll. Solltet ihr dabei sein? Wenn ihr nicht dabei sein wollt beim Community-Treffen, dann spricht euch das jetzt hier überhaupt nicht an. Aber für alle diejenigen, die dabei sein wollen, die sollten die Glocke aktivieren. Neben dem Abonnieren-Button übrigens und... Äh, auch wenn ihr nicht dabei sein wollt oder wenn ihr nicht dabei sein könnt, dürft, wie auch immer, wäre ich euch unfassbar dankbar, wenn ihr das tut. Weil es ist halt wirklich deprimierend, wenn man als YouTuber Videos macht, teilweise Videos macht, wo noch mehr Mühe drin steckt als andere Videos jetzt zum Beispiel. Und dann freut man sich auf den Upload und dann liest man die ganze Zeit in den Kommentaren, ja, dein Video wurde nicht in der Abo-Box angezeigt. Und dann fragt man die Leute, ja, habt ihr denn die Glocke aktiviert? Ja, nee, haben wir nicht. Dann bin ich zwar nicht sauer auf euch, um Gottes Willen, weil das ist ja eure freiwillige Entscheidung. Aber ich bin halt trotzdem so ein bisschen deep enttäuscht, weil, also nicht wegen euch, sondern wegen YouTube, weil den Zuschauern trotzdem die Möglichkeit genommen wird, den, die Kanäle zu verfolgen, Mano, die sie eigentlich äh, abonniert haben. Und das ist doch eigentlich Sinn und Zweck eines Abonnements. Und ja, ist halt schade auch für den YouTuber, der sich dann die Mühe gegeben hat, der schon Abonnenten gewonnen hat. Und diese Abonnenten zählen dann auf einmal nicht mehr so viel wie damals. Und das ist natürlich dann auch, ja, ne nervig irgendwie. Kann man aber auch, denke ich, als Nicht-YouTuber ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, da wäre auch jeder von euch ein bisschen genervt. Stellt euch mal vor, ihr würdet irgendwie eine Zeitschrift oder ein Buch erschaffen und äh, dann kommen neue Regeln irgendwie und dann auf einmal verkauft sich euer Buch viel schlechter, obwohl ihr nichts geändert habt oder so, obwohl die Qualität die gleiche geblieben ist oder besser sogar geworden ist. Und äh, schuld seid nicht ihr, sondern eben der Verlag oder. Was weiß ich nicht, was da schuld sein kann. Also ist ein sehr gemeines Ding, aber ja, ihr könnt es halt ändern und ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, könnt ihr ja gerne mal den Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, wer alles die Glocke aktiviert habt, äh, hat. Und äh, wenn ihr die Glocke nicht aktiviert habt, würde mich mal interessieren, wieso ihr das nicht macht. Es gibt natürlich viele gute Gründe, zum Beispiel, dass man... Moment. Ähm, zum Beispiel, dass man selbstständig einfach drüber guckt. Das mache ich auch häufig bei mei meisten Kanälen. Aber ähm, ja, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Da mache ich euch überhaupt gar keinen Vorwurf, wenn ihr das sagt. Ähm, mich würde es einfach nur mal interessieren, ehrlich gesagt. So. Ja, das Dach kriegen wir heute auch noch fertig, Leute. Das ist richtig nice. Dann schaffen wir heute doch noch den Fortschritt, den ich mir gewünscht habe. Dann werden wir nächste Woche auch definitiv mit den Türmen anfangen. Und diese Türme werden wieder sehr voluminös, sehr, sehr groß. Und ich glaube, das wird auch wieder sehr episch mit anzusehen. Also eine sehr interessante Bauaufgabe. Mal gucken, wie es wird. So. Aber Nelser Steine müssen wir auch wieder farmen. Das bedeutet auf jeden Fall bald wieder Livestream, Leute. Darauf könnt ihr mehr als nur Gift nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, außer ein Livestream. Weil ich brauche Nether-Steine, ich brauche normale Steine und ich weiß auch gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ob ich zuerst Steine farmen soll, ob ich zuerst Nether-Steine farmen soll. Wobei ich glaube, Steine wären dann noch ein bisschen sinnvoller, weil ja, ohne Steine kann ich auch kein Dach bauen. Weil erstmal muss ja die Mauer gezogen werden, ne? Deswegen, ich werde wahrscheinlich erst Steine sammeln, danach werden wir ins Nether gehen, dann werden wir noch ein paar Nether-Steine sammeln. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir nicht so weit kommen. Denn die Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Steine, auch wenn so viele sind, nicht wirklich lange halten. Das ist traurig, aber es ist leider die Realität. So. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Und komischerweise verbaue ich mich heute gar nicht so häufig mit den Treppen. Ist ja echt ein Weltwunder. So, jetzt sind aber die Treppen ausgegangen. Deswegen fliege ich nochmal kurz rein zum Crafting Table. Denn dort wartet noch eine... Möglichkeit Treppen zu bekommen. Wir haben zwar nicht mehr so viele Bricks, um genauer zu sein, das hier, aber damit kann man noch ein bisschen was machen und das tue ich jetzt auch. So, so und so, die nehme ich wieder mit und dann hoffen wir mal, dass diese anderthalb Stecken noch gerade für dieses halbe Dach da reichen. Das wäre mir persönlich ein inneres Blumenpflücken. So. Und ich mache das mal nicht vom Animagus aus, weil ich glaube, das dauert dann länger und man kann sich auch leichter verbauen. Ja, oder auch nicht. Mann, ey. Das ist immer so, wenn man den Teufel an die Wand malt, Leute. Immer. Wirklich jedes Mal. So, der letzte Stecken jetzt. Und das sollte definitiv reichen. So. Und so. Ja, Leute, damit haben wir das Dach soweit gezogen. Man schaut sich das gerne nochmal so von der Seite an. Und ich muss sagen, Leute, wir sind auf einem unglaublich guten Weg. Das Gebäude wird nächste Folge fertig gebaut, also direkt morgen, also an, in der Folge am Montag. Und ähm, dann wird auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche die beiden Türme, werden die entstehen. Wenn wir einen Stream hatten, werde ich versuchen, auch noch das zuzuschütten. Das müssten wir eigentlich auch schaffen. Und ja, Leute, ich bin sehr, sehr motiviert und sehr, sehr happy. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal gerne, aktiviert die Glocke und schreibt mir auch gerne weitere Themenvorschläge mit dem Hashtag Thema für LBH in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid ihr dann vielleicht demnächst Teil einer Lbh-Folge mit eurem Gesprächsthema. Und ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao, Leute!